Hallo und willkommen zu einer Folge Bischkonstruktor Portal. So, wir sind Level 28 auf die Mütze. Na gut, das hilft uns jetzt natürlich nicht so viel weiter, der Tipp erstmal. Okay, lassen wir das hier so stehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist denn hier Sache? Da ist ein Turret und da ist ein Turret. Da fällt eine Kugel runter. Die können wir dann hier umlenken, wahrscheinlich, dass sie den da umschubst. Das gelbe Portakel, wir müssen die da reinkriegen. Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Hey. Was machen wir mit denen hier? Ach, wir müssen da nachher wieder zurück, um da durch, um die Richtung wieder zu wechseln. Ach du Scheiße, okay, ist hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das hier, muss erstmal weg. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr kompliziert aus. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Der fährt nachher hier runter. So, hoffentlich reicht das denn so. Ich kann die einfach zusammenbatschen hier, ne? Aber es muss schon steil sein, mit der halt darüber fliegt von der Theorie her. Das reicht so neben dem, wie ich das hier gerade mache. Aber ich kann ja einfach da runterfallen nach hier unten, ne? Frage ist halt eher, wie ich das hier bauen muss. Natürlich ist, na doch, nein, halt. Da. Überall mit verbinden. Das wollte ich gar nicht. So hält das so. Was habt ihr auch gerade? Halt, stopp, 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 bauen. Du bist so. Der ist rot. Schaffst du es überhaupt da? Oh Gott, du bist ja mega langsam. Ach du Scheiße. Ich muss das viel weiter unten alles. Da kommt ja ein Leben hoch. Komme ich da hoch? Fällt der nachher da unten rein, ist die bessere Frage. Ist alles verbunden, so wie es soll? Auch eine gute Frage. Hält auf jeden Fall erstmal. Alter, was? Dispensing powder. Resting. What the fuck? Oh, ich glaube, ich bin dumm, oder? Ja, ich bin dumm. Ich kann den einfach den hier runterfahren lassen. Dit, fahr da. Also, warum komme ich hier nicht runter? Ja, weil die beiden auf demselben sind. Das macht keinen Sinn. Ich kann ihn nicht hier runterfahren lassen, weil die beiden sonst hier. Oder doch, kann ich wohl. Lass dich hier runterfahren. Dann lasse ich den hier quasi runterplumpsen, lasse den da runterplumpsen und fertig. sagte er und fertig. Hört sich richtig einfach an auf jeden Fall. So hält das. Also nein. Dann fällt er in sich zusammen. Oh, hier noch eine Stütze zwischen. Okay, das hält. Das ist simpel, das ist aber so ein Dreieck-Dings hier wieder. Wenn ich es so zu schräg bauen würde. So, dann. Plumpsen wir jetzt da einfach so runter quasi. Machen wir das mal reverse-mäßig. Also, jetzt bauen wir einfach so rum, das unser Dreieck auf.
habe keine gute Idee, was ich gerade vorhabe. Wenn wir so einen Teil verbinden, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und da müssen wir quasi. Warum hält das alles? Wir testen einfach mal, ob das jetzt so funktioniert. Ich habe noch was vergessen, sehe ich gerade. Die Kugel muss noch da rein, wenn das Teil mit der Tür da weggeht. Ah, und ich habe hinten keinen Dingens. Ich habe das auch noch vergessen hier. Hoffe mal, reicht das so. Und du musst hier quasi auch noch darunter. Ja, das sollte eigentlich so jetzt reichen, ne? Ja, Vollgas. Funktioniert. Funktioniert. Lässt sich umkippen durch die Dinger. Okay, jetzt nur die Frage ist halt, funktioniert der Konvoi? Fahr schneller durch, bevor er da oben gleich durchkommt. Oh, fahr! Oh mein Gott! Oh Gott, fahr! Oh Gott, fahrt! Oh Gott, da war der Zusammenstoß. Das ist nicht so gut. Der drückt ihn jetzt einfach nochmal durch. Das wird aber ganz halt rückwärts sein, der Typ. Also, da funktioniert das irgendwie im Endeffekt. Ich geb ihm. Ja, schubst ihn da durch. Los, gib Gas! Ja, los! Nein, das gibt's jetzt nicht. Warum ist der eine jetzt stärker als der andere? Los, Würfel, schieb an. Okay, war close. Ja, was ändern wir jetzt? Einfach irgendwie in irgendeinem Winkel hier irgendwie, dass die anders landen? Das Problem war eher so der Random-Faktor, wie die hier alle gegeneinander stoßen. Die sind ja gegeneinander gestoßen, ne? Hier oben? Da, weil. Wer stoßt der Wand gegeneinander? Funktioniert schon mal. Ah, doch. Nee. Ja, das darf ich auf jeden Fall schon mal nicht machen. Die sind ja hier gegeneinander gestoßen, glaube ich, ne? Okay, nächster Versuch. Oh. Oh, close. Ist einer, dass mein Auto explodiert eigentlich? Ne, ist doch nicht Turbis, ne? Ja. Okay. Trotz war alles ein bisschen close und so, aber hat geklappt. Hüpf, hüpf. Gut, da hüpfen wir. Da durch, dann kommen wir da durch. Fahren dagegen hüpfen. Okay, wir müssen aber da rein katapultiert werden, weil wir fahren ja quasi in die falsche Richtung, wenn wir da durchkommen. Gut, da bauen wir jetzt einfach hier erstmal eine Gerade hin. Muss erstmal gucken, wie fern wir jetzt halt da rumhüpfen. Hat ja auf jeden Fall gut funktioniert. Tja. Was ist das? Ich glaube, das hier oben ist aber viel Gewicht. Dabei war so reicht auch von der Theorie ja dann nicht. Hält. Okay, wir fahren aber volle Kanne rüber. Da machen wir so recht, dann haben wir auch gleich viel weniger Gewicht.
Okay, es reicht an sich, dass wir hier landen. So die Frage, ob wir das da hochfahren denn. Ja. Okay. Das wird dann neben dem hier oben irgendwie halten, das Ding. Ich kann einfach wieder den Boden hier mit benutzen von der Theorie zum Abstützen. Ne? Hält das? Nee. Jetzt hält das. Mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der jetzt dagegen geflogen ist oder ob das irgendwie schon vorher links oder rechts war oder so. Wie er danach dann wegkatapultiert wird. No. Okay. Jetzt muss er da wahrscheinlich ein bisschen schräger da machen, mit der quasi nicht der Bam gegenprallt, sondern so weggeschl. So abprallt quasi ein bisschen besser. Ja, Eingangswinkel, der Ausgangswinkel. Hatten wir ja erst. Oh. Da muss ich jetzt aber ein bisschen weiter die Hände entziehen. Das soll ich so gar nicht mal so. Hä? Warum kann ich die nicht miteinander verbinden? Was soll das? Das ist besser. Tja, das soll ich rumprobieren lassen, bis es immer passt. Ich sehe schon, wie das überhaupt im Kavoy hier ähnlich funktioniert, weil sich hier gegenseitig wegrammen. Warte mal dagegen, ob wir nicht verarschen, ey. Bau die Straße da hin und löscht das andere Ding hier unten weg, Alter. Gut, ihr seid zwei Straßen, ist mir egal. Das sieht schon viel besser aus. Jo. Okay, jetzt nur hoffen, dass der Konvoi funktioniert. Wie haben wir denn? 5. So, das kommt die erste Projektion, die mir Angst macht. Okay, der eine fliegt aus irgendeinem Grund viel, viel weiter. Der zweite auch. Warum fliegen die alle so weit? Okay, einer ist irgendwie gestorben, einer ist durch. Okay, einer hat es geschafft. Ich habe keine Ahnung, was oben passiert, ich habe nur unten drauf geguckt. Okay, einer ist irgendwo explodiert und der andere liegt. Okay, ich meine, unten funktioniert das jetzt sogar. Es funktioniert theoretisch gesehen. Wir müssen nur gucken, was oben passiert ist jetzt. Okay, was ist hier oben passiert? Ja, die fahren hintereinander und dann prallen die dagegen. Ah. Okay, das heißt, wir müssen es doch anders hier machen. Vielleicht irgendwie mal einen kürzer. Die einfach einen anderen Winkel haben zum Reinfallen. Ich verstehe nicht, wie die unterschiedlich landen können, obwohl die ja hier. Das, ach, weil das hin und her wackelt, ne? Das heißt so dumm irgendwie, ey. Da steht nach oben. Ja, welche Winkel hier, ey. Da landet hinten aber falsch rum, ne? Jawohl, jetzt geht das her. Ja. Okay. Ach du Scheiße. Die sind einfach zu schnell. Instant weggebrochen hier unten.
Tja. So, vielleicht mal wieder mit einem anderen Winkel, da haben wir wieder raufspringen irgendwie. Wir fallen halt einfach nach unten, das bringt halt nichts, ne? Wenn wir jetzt nach unten fallen, passiert halt das. Jetzt sind sie wieder so nah aneinander wahrscheinlich jetzt wieder. Ja, obwohl, das könnte passen. Das passt, das passt, das passt. Warum fällst du jetzt so U-Bahn vorbei? Okay, aber wir müssen an sich einfach nur den hier so 1 mm länger machen oder so. Der ist ganz knapp dran vorbeigeflogen. Was achten wir hier oben drauf? So, du kommst durch. Du auch. Du diesmal auch. Oh, okay, geschafft. Nee, was? Wieso? Nein, das ist der eine, der nicht reingeflogen. Alter, warum? Deswegen ist es halt derselbe, der hier oben halt so scheiße abgeprallt ist. Ein Stück länger vielleicht. Oh, ist das wieder ein ätzendes Level, ey. So, der kommt durch. Hä? Warum hat das jetzt aber nicht mehr funktioniert? Dann so? Hä? What the fuck? Ich hab's einfach nur länger gemacht. Wie kann es aber, wenn es länger wird, nicht funktionieren? What the fuck? Hä? Jetzt haben wir nicht genug Speed drauf, um da rüber zu kommen. Weil der Winkel halt wieder scheiße ist, das gibt's doch nicht, ey. Dann halt so vielleicht. Also, dass ich das rumprobiere hier mit dem richtigen Winkeln, ey, und so, ey, meine Fresse. Jetzt bricht die Karre da oben weg. Mann. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt funktioniert bitte einfach. Ich will nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Oh, endlich, ey, mein Gott. Okay, dann war es das aber auch für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.